Hier erklären wir euch den richtigen Umgang mit der Gesichtsmaske. Es geht zunächst darum, wie man die Maske aufsetzt. Die Hände werden gründlich mit Seife mindestens 20 Sekunden gewaschen und dann abgetrocknet. So, Hände sind jetzt mal gründlich gewaschen. Vor dem ersten Gebrauch muss die Maske mit dem Namen beschriftet werden. Dies kann durch einen Aufkleber, zum Beispiel ein Tape oder Pflaster, passieren oder durch Beschriftung der Ohrbänder. Greife nun die Maske von außen, sodass die offene Seite zum Gesicht zeigt. Fixiere diese vor Nase oder Kinn und führe die Gummibänder mit der freien Hand hinter die Ohren. Passe nun den Metallbügel an den Nasenrücken an, indem du den Bügel andrückst. Den oberen und unteren Teil der Maske so positionierst, dass die Maske dicht sitzt. Jetzt geht es darum, wie man die Maske wieder sachgerecht absetzt. Wiederum zunächst die Hände gründlich mit Seife 20 Sekunden mindestens waschen und dann abtrocknen. Übrigens, wer nicht genau weiß, wie lange 20 Sekunden dauern, das ist genau die Dauer eines Vaterunsers. Halte nun die Maske vor dem Gesicht fest in der Hand, während du mit der anderen Hand die Gummibänder von den Ohren löst. Achte beim Ablegen der Maske unbedingt darauf, sie nicht mit den Fingern von innen zu berühren. Leg jetzt die Maske mit der Innenseite nach unten auf deinen Schultisch oder Pult und lass diese trocknen. Anschließend gilt es wiederum, gründlich die Hände mit Seife 20 Sekunden zu waschen und abzutrocknen. Wenn du so vorgehst, kann deine Maske wiederverwendet werden.